Hi, herzlich willkommen zum Flight Review E-Chain E350 Pioneer. Das ist ein GPS-Copter, 350 mm diagonaler Achsabstand von den Propellern, von Motoren. Er hat die normalen GPS-Funktionen, wie jetzt checke ich beim Maiden Flight, beim Jungfernflug halt Attitude Hold, also Höhe halten, und GPS Hold, also Position halten. Das macht auch alles hervorragend. Da kann man nicht meckern. Das ist ein mit einem APM 3.1 versehener Flight Controller. Das ist also alles ähnlich Cheerson CX20 und so weiter. Das ist nur der Headless Mode, wo ich steuern kann, ohne die Richtung des Copters oder die Ausrichtung des Copters beachten zu müssen. Das funktioniert auch alles tadellos. Das sind so die ersten Flugversuche. Da muss man mal gucken, ob alles so geht. Und über Return to Home verfügt er. Es ist optisch ein sehr ansprechender Copter, finde ich. Mit schönen LEDs, die man von unten wie auch von der Seite während des Fliegens sehr gut sehen kann. Jetzt fliegt er in GPS und Attitude Hold. Das Landegestell ist breit und hoch genug für ein Zwei-Wege-Gimbal, außerdem sehr stabil und leicht. Also das ist wirklich robust und einfach gebaut, da kann man nicht meckern. Nach erfolgreichem Test und Jungfernflug nun Gimbal fliegen und ein bisschen aus der Luft filmen. Mal gucken, wie das Gerät sich in der Luft verhält mit Zusatzgewicht. Das sind dann über 1 Kilo jetzt. Mit 260 Gramm für Gimbal und Kamera. Die blauen LEDs in den Augen blinken, um anzuzeigen, dass er keinen GPS-Empfang hat. Wenn die durchgehend leuchten, so wie jetzt, dann hat er mindestens 6 Satelliten und ist quasi einsatzbereit. Zum Kalibrieren und so weiter zeige und sage ich jetzt nicht viel. Das ist vom CX20 bekannt zum Beispiel. Ist ähnlich, sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ist in der Anleitung wirklich hervorragend beschrieben, also keinerlei Sachen. So, sieht ganz gut aus und ab geht's. Ach ja, ein Pilot braucht auch eine Brille. So, damit ich das Teil hier sehe, wollen wir mal losfliegen. Auf geht's zum Filmen. Gehen wir mal auf Höhe, ja, so, dass man etwas sieht. Und dann wollen wir mal checken, wie der Gimbal und wie die Copter zusammenarbeiten. Also die. Also fliegen mit Gimbal ist mit dem E350 absolut kein Problem. Er hat absolut genug Power, um alles zu bewerkstelligen. Und ist somit ganz gut geeignet für Filmaufnahmen. Also es ist wirklich ein schöner und sehr gut verarbeiteter Copter. Die Materialien sind wirklich toll ausgewählt, das ist alles stabil und gut gebaut. Motoren sind sehr schön gemacht, laufen auch sehr ruhig und klappert nichts und rasselt nichts. Ist wirklich ganz, ganz toll gearbeitet, das ganze Teil. Was der Transmitter allerdings leider nicht ist, er funktioniert sehr gut, ist sehr energieeffizient und alles ist tadellos. Nur die Optik ist halt sehr bescheiden, aber da kommt am Ende des Videos kommt dann noch ein kurzer Clip zu mit ein paar Bildern. Noch was CX20-User kennen, ist, wenn ich GPS-Hold einschalte und komme aus der Bewegung, neigt der Copter dazu, die letzte gespeicherte Position anzunehmen. Da er die nicht so häufig abspeichert, kann sein, dass er noch 4-5 Meter abweicht, bevor er endgültig stehen bleibt. Das ist bei den meisten moderneren Geräten eigentlich nicht mehr so, aber dieser hier macht das auch noch so. Das heißt, wenn ich an eine Stelle fliege, bleibe dort stehen,
und schalte dann GPS-Hold ein, bleibt er auch dort stehen. Aber komme ich aus der Bewegung, ist es durchaus möglich, dass er noch ein paar Meter zurücklegt, wo der abweicht. So, entsperren und starten. Dann wollen wir mal die GPS-Eigenschaften nochmal angehen. Und das hier gibt jetzt definitiv einen Return to Home. Das heißt also, der Kopter fliegt autonom auf eine Höhe von 15 Meter über seinem Startpunkt und fliegt auf diesen zurück. Anzumerken bleibt, Return to Home tritt nicht in Kraft, wenn die Batterie alle ist. Dann landet der Kopter an der Position, wo er sich gerade befindet. Das kann nicht so schön sein. Also immer darauf achten, dass die Batterie okay ist, der Akku. Und nochmal, weil es so schön war, also das habe ich mehrfach wiederholt, das geht also ganz ordentlich. Also da gibt es keinen großen Unterschied zu irgendwelchen anderen Teilen, das funktioniert ganz tadellos. Return to Home Funktionen, die anderen GPS-Funktionen sind okay. So, zu GPS-Modes nochmal. GPS-Hold ist, er hält die Position und die Höhe grob. Attitude-Hold ist die Höhe halten, aber dafür nicht die Position. Beides zusammen bewirkt, dass er auf der Stelle stehen bleibt. Und wenn ich zum Beispiel nur Attitude-Hold habe, dann kann er durch den Wind abtreiben. Was man jetzt hier schön sehen kann, wenn ich ein GPS rausnehme. Treibt er durch den Wind ab, hält aber die Höhe noch. Also beides zusammen gewährleistet den Stand auf der Stelle. So, im nächsten Abschnitt kommen wir dann zu dem Leistungscheck. Gucken, wie sich das Teil fliegt, wie es auf die Steuerung anspricht und generell reagiert. Und das machte ich allerdings an einem anderen Tag abends und dann sieht man auch ganz schön die Beleuchtung. Dem äußeren Eindruck entsprechend, dem äußeren guten Eindruck entsprechend, sind auch die Flugeigenschaften, die sind auch sehr gut. Er reagiert unvermittelt auf Steuerbefehle und der Kreisel arbeitet, also der Gyro arbeitet wirklich sehr gut. Flugeigenschaften sind somit nicht die eines Racecopters, sollen sie auch nicht sein, aber sind den meisten GPS-Coptern um Längen überlegen, also der macht richtig Spaß. Zeigt keine überraschenden Flugeigenschaften, das heißt also von langsam bis schnell ist er wirklich gutmütig zu beherrschen, also auch für Anfänger hervorragend geeignet.
Bisher alles ohne Probleme, aber jetzt alle Schalter in Nullposition, alles okay. Vielleicht sollte man den Sender anschalten. Tja, das war's wohl. Ganz klar ein perfekter Kopter für jeden, der mal filmen will und auch die GPS-Verteilung nutzen möchte. Außerdem auch sehr, sehr sportlich zu fliegen und daher, wie ihr im Video schon sehen könnt, das Ding ist wirklich keine träge Tüte. Und von daher demjenigen, bei dem Fliegen im Vordergrund steht, ganz klar zu empfehlen. Wer weiter basteln möchte, ist mit dem APM Flight Controller für den Anfang ganz gut bedient. Da kann man also mit dem Mission Planner Software kann man da einen Haufen einstellen. Wer einen CX-20 hat, kennt sich da ja schon bestens aus. Das ist dasselbe Prinzip. Und natürlich kann man die Flugeigenschaften verändern. Wir gehen aber hier generell erstmal von der Standardeinstellung aus. Mir persönlich sehr gut gefallen haben die Akkus mit XT60 Connector und da das Akkufach relativ groß ist, kann man halt eine große Bandbreite an Akkus verwenden. Bis 4000 mAh, vielleicht gibt es auch stärkere, die noch reinpassen, das habe ich jetzt nicht weiter checken können. Aber prinzipiell haben die meisten Modellbauer da eine große Auswahl an Akkus. Er hat durch die Reihe weg ein sehr schönes Flugbild und auch Erscheinungsbild. Das ist natürlich eine persönliche Geschmackssache. Also wie man sieht, LEDs, die LEDs in den Augen quasi. Und das ist alles ganz hübsch gemacht, auch die gesamte Fallumgebung. Bis auf die Finne, die Flosse am hinteren Ende, die verhindert, dass man größere Propeller verwendet. Ja, das ist dadurch restlos ausgeschlossen, außer man schneidet sie ab, aber dann kommt man auch nicht viel weiter. Also Agilität und Power lassen relativ wenig zu wünschen übrig. Er lässt sich wirklich sagenhaft sportlich fliegen und ist kein Vergleich zu einem CX-20 oder einem XK-X380. Ist natürlich zum Filmen dann wie ein CX-20 vergleichbar und mit einem X380 allerdings nicht. Der ist zum Filmen ganz klar überlegen. Allerdings ist er zum Fliegen eigentlich ziemlich langweilig, während dieses Teil wirklich Spaß macht. So, das sage ich vorab schon mal Dankeschön fürs Gucken. Bitte lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wäre sehr nett, würde mich sehr freuen vor allen Dingen. Schaut euch auch meine anderen Videos an und jetzt kommt noch die Kritik über den Sender. Das heißt die Trimmungen, also billig verarbeitet ist von vornherein klar. Er funktioniert tadellos, das steht außer Frage, alles gut, alles perfekt. Aber die Trimmungen geben keine Rückmeldung. Also bin ich in der Mitte, bin ich nicht in der Mitte. Ich habe weder eine mechanische, noch eine visuelle, noch eine akustische Rückmeldung. Und das ist persönlich nicht so mein Ding. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Funktionieren tut aber alles einwandfrei. So, aus Spaß und der Freude holen wir das Ding jetzt nochmal mit Return to Home heim. Und dann machen wir uns an die Kritik vom Sender.
Also, das ist es, das gute Teil. Und wie man sieht, die Trimmungen zentrieren sich von alleine quasi nicht wieder in der Mitte. Das ist schon sehr unschön. Also manche ja, manche weniger, wie der hier zum Beispiel. Der bleibt links wie rechts, bleibt der auf jedem Anschlag quasi stehen. Ich habe keine akustische, kein Gefühl und keine visuelle Kontrolle, da ich kein Display habe, wo die Trimmung gerade steht. Ich kann es nur am Kopter sehen, wenn er fliegt. Das ist eigentlich nicht sonderlich schön gelöst, das muss man ganz klar sagen. So, Verarbeitung ist generell ziemlich billig. Da sieht man, da funzelt irgendeine LED hinter irgendwelchen Ausschnitten. Also, das ist nicht so schön. Also, danke nochmal und bye.